So, hallo und willkommen beim News-Rückblick von World of Warcraft. Und wir zeigen euch, was ihr jetzt so in der letzten Zeit verpasst habt und was es Neues gibt. Und eines der zentralen Themen dieses Rückblicks ist einmal die Belagerung von Orgrimmar. Hierbei handelt es sich um die neue Raid-Instanz, welche mit dem Patch 5.4 auf die Live-Server kommt. Und zwar wird es in dieser Instanz insgesamt 14 Bosse geben. Diese ganze Instanz wird in wieder drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorhanden sein, wie es bereits bekannt ist, also LFR, Normal, Heroic. Und es wird noch einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad geben, und zwar handelt es sich hierbei um den sogenannten Flex Raid, der aber erst etwas später online kommt. Und bei diesem Schwierigkeitsgrad könnt ihr eure Gruppe, solange sie über 10 Spieler ist, beliebig zusammenstellen. Also ihr könnt 12 Spieler spielen oder 16 oder 17, und die Bosse werden dementsprechend nachskaliert. Insgesamt wird es auch drei unterschiedliche oder mit dem Flex wird vier unterschiedliche Item-Levels geben, welche droppen können. Wobei hier HC wieder das höchste ist mit 566 und gefolgt von Normal mit 533. Wie ihr auch aus diesem Ausschnitt bereits sehen könnt, werden die Kämpfe sehr unterschiedlich gestaltet sein. Es werden ein paar vor Orgrimmar stattfinden und der Rest in Orgrimmar. Das ist dann relativ abwechslungsreich. Und um einen Einblick auf das Ganze zu bekommen, was euch hier erwartet, nutzt einfach unsere Playlist. Wir haben bereits 11 Bosse von den 14 angespielt und jeweils dazu Guides und Videos gemacht, damit ihr bereit seid, sobald dies auf den Live-Server aufschlägt. So, nun kommen wir gleich zum nächsten Punkt, und hierbei handelt es sich um ein Single-Szenario, die sogenannte Feuerprobe, welche mit dem Patch 5.4 auf den Live-Servern kommt. Und hier gibt es, je nachdem welche Spezialisierung ihr habt, das entweder Tankheal oder DD, unterschiedliche Herausforderungen. Und für jede Herausforderung gibt es insgesamt vier Stufen. Also die ersten drei sind natürlich Bronze, Silber und Gold. Und sobald ihr die Gold-Challenge geschafft habt, beginnen diese sogenannten endlosen Wellen, wo ihr dann noch für die Achievements und für das Server-Ranking zeigen könnt, wie lange ihr gegen diese Wellen stehen bleibt und anhalten könnt. Prinzipiell funktioniert das Ganze sehr simpel. Ihr begibt euch einfach in das Gebiet, das ist der Weiße Tempel, ganz im Norden vom Kunlei-Gipfel. Dort sprecht ihr den NPC an, wählt eure Challenge. Als erstes die Challenge natürlich auf Bronze. Sobald ihr Bronze geschafft habt, müsst ihr die Silber-Challenge schaffen. Sobald ihr die Silber-Challenge geschafft habt, schaltet ihr die Gold-Challenge frei und könnt dort zeigen, praktisch was in euch steckt. Die ganzen Challenges sind immer in Wellen unterteilt, also für Gold müsst ihr 10 Wellen überstehen, und für jede Welle habt ihr eine bestimmte Zeit. Und solltet ihr dieses Zeit-Requirement nicht schaffen, so wird dir die Challenge abgebrochen und ihr könnt dann von vorne erneut beginnen. Das Ganze hat natürlich folgenden Sinn: Es soll die Spieler etwas besser auf das Raiden und auf das Gruppenplay vorbereiten, und das soll vor allem auch Spaß machen, und das macht es auch wirklich, da es teilweise sehr challenging ist, diese einzelnen Wellen zu überstehen. Wir haben für euch bereits schon eine kleine Playlist angelegt, wo ihr die Schwierigkeitsgrade bis Gold für alle Specs durchgespielt haben und wo ihr das dann seht, wie ihr hier am besten mit den einzelnen Wellen umgeht, denn es gibt diverse Tricks, um eben die 5er und 7er Wellen zu schaffen, die besonders schwer sind. So, und nun aber zurück auf den aktuellen Live-Server und hier auf ein sehr spannendes Feature, welches schon etwas länger vorhanden ist, und zwar die sogenannten World of Warcraft Kampfgilden, so die Brawlers Arena und so weiter. Und hier haben wir für euch wieder neue Bonusbosse hinzugefügt bei unserer Playlist und geben euch ein paar Tipps, wie ihr diese am besten bezwingen könnt. Es ist hier natürlich sehr stark klassenabhängig, ob ein Boss für euch schwer oder einfach ist. Also es kommt immer darauf an, wie viel Burst kann eine Klasse machen, welches Gear habt ihr. Ihr werdet hier ja nicht skaliert. Und eben, wo stellt ihr euch hin? Seid ihr Range oder seid ihr Nahkämpfer? Und diese ganzen Themen, auf die gehen wir ein, haben dazu auch ein bisschen ein paar Tipps hingeschrieben, damit es euch einfach leichter fällt, die ganzen Bosse zu bezwingen. Und auch, was natürlich auch nicht ganz unwesentlich ist, wo ihr die Bonusbosse überhaupt herbekommt. Ja, die Bonusbosse, da gibt es ja immer diese sogenannten Challenge-Karten. Und eben, wenn ihr eine Quest habt, oder zum Beispiel Mingus Dix ist aus Archäologie, wenn ihr dort auf Level 600 seid, habt ihr eine Chance, den zu finden. Und dann öffnet sich eine Quest, und dann müsst ihr praktisch zu der Arena gehen. Und dort könnt ihr diese Quest abgeben, und dann könnt ihr jederzeit diese spezielle Challenge Card kaufen und euch somit den Gegner stellen,
wann immer ihr wollt. Ihr müsst dazu einfach nur die Card kaufen, das kostet 40 Silber, und die dann bei dem Tournamentmeister abgeben, und schon startet ihr gegen den jeweiligen Boss, den ihr haben möchtet. Was hier auch noch ganz wichtig ist, solltet ihr das noch nicht wissen, ihr könnt natürlich Flask und Buff Food in der Arena nutzen, und das erleichtert dann einige Kämpfe schon erheblich. Vor allem wenn mehrere Spieler da sind, bittet sie einfach darum oder macht eine Gruppe auf, damit ihr immer alle Raid Buffs habt, die möglich sind, da dann die Charaktere einfach 20-30% mehr Schaden machen, die ihr somit keine Probleme bei diversen Enrage Shops habt bei einzelnen Gegnern, da diese schon sehr sehr viele HP-Punkte haben. So, und jetzt noch ein kleiner Hinweis, zurzeit machen wir gerade ein Gewinnspiel. Hierfür müsst ihr einfach nur auf unsere Facebook-Page gehen, diese liken, und schon nimmt ihr auch automatisch an der Verlosung dieser zwei neuen World of Warcraft Comics teil. Die Gewinner werden dann schon am Montag bekannt gegeben. So, wir sind nun am Ende unseres ersten Rückblicks angelangt. Wir hoffen, es hat euch geholfen und ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, so stellt diese einfach in den Kommentaren. Auch von Themen, die ihr gern in Zukunft vielleicht mal behandelt haben möchtet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.